Blau-grün, gelb-rot, groß und klein. Bälle gibt es in allen möglichen Formen und Farben. Egal mit welchem, Spaß und Freude macht der Umgang mit den runden Dingern fast jedem, nicht nur den Kleinen. Dabei steckt hier mehr dahinter als nur die Gaudi. Ballschule ist im Prinzip, wie der Name schon sagt, so ein bisschen ein Konzept, um Kinder wieder zum Spielen zu bringen, um einfach den Umgang mit verschiedenen Bällen zu fördern, dass die Kinder spielen lernen und einfach halt auch wieder Spaß am Sport haben, an der Bewegung auch. Damit die Kinder das später richtig umsetzen können, müssen zunächst ihre Übungsleiter geschult werden. Thorsten Damm unterbricht daher immer wieder die Spiele, um Fehler zu korrigieren und um mögliche Spielvarianten anzusprechen. Ja, da geht es also um zwei Dinge. Wir möchten verschiedene Ballschul-AGs hier ins Leben rufen. Und da geht es eben darum, den Übungsleitern zu zeigen, was man da so in der Stunde machen kann. Also im Spiel und Übungen mit verschiedenen Bällen, die alle Spaß machen sollen, die Kinder bewegen sollen. Und da in einem ersten Schritt mal eine gewisse Vorstellung zu geben, was da passiert. In Theorie und dann eben auch in der Praxis, bevor sie das komplette Rüstzeug für eine Ballschul-AG dann auch von uns an die Hand bekommen. In einem zweiten Schritt sollen die Übungsleiter in Arbeitsgemeinschaften dann ihr Wissen an die Kinder weitergeben. Sie zusätzlich zum regulären Sportunterricht weiter an Bewegung heranzuführen, ist das Ziel. Das zusätzlich ist genau das Ding. Also es gibt ja ganz viele Statistiken und Studien, die belegen, dass die Kinder sich zu wenig bewegen. Also die markanteste Zahl ist, dass eigentlich von 10 Kindern sich 8 zu wenig bewegen. Und da muss man sich natürlich fragen, an was liegt das? Sind die einfach nur faul oder gibt es keine passenden Angebote? Mit Hilfe der Ballschule, die in 6 Grundschulen in und um Füssen für die ersten beiden Grundschulklassen angeboten werden, sollen die Kinder letztendlich an Bewegung und Sport herangeführt werden. Die Kinder sollen vor allem Spaß haben, definitiv. Sie sollen Spaß eben an der Bewegung haben, also Spaß und Bewegung. Und wenn ich mich jetzt noch für eins entscheiden müsste, würde ich sagen, dass sie das Rüstzeug bekommen, viele Ballsportarten möglichst später mal, also möglichst schnell zu lernen. Wir wollen ihnen das Rüstzeug vermitteln, Grundfähigkeiten, Grundfertigkeiten in der Ballschule zu lernen, bevor sie sagen, okay, ich fand das super, aber jetzt möchte ich einfach Handball spielen. Das Ziel der Ballschule ist, Kinder in einen Sportverein zu bringen. Bei den Erwachsenen hat das mit dem Spaß schon mal zu 100% funktioniert. Und wenn es bei den Kleinen auch so gut klappt, dann hat die Ballschule ihr Ziel erreicht.